So kennen wir Inka Bause gar nicht. Eigentlich als Moderatorin Sonnenschein von Bauer sucht Frau bekannt, sank die Stimmung der 54-Jährigen in der MDR-Talkshow Riverboat nun auf einmal in den Keller. Grund waren die Fragen von Jörg Kachelmann, 64, und zwar in Bezug auf Tochter Annelie Bruch, 26. Jörg Kachelmanns Abschied, Eklat in letzter Riverboat-Ausgabe. Moderator Jörg Kachelmann sagt nach 14 Jahren Tschüss und geht vom Bord des Riverboat. Dazu hatte er mitsamt Kollegin Kim Fischer hochkarätige Gäste zu Gast. Doch mit einem verscherzte es sich der 64-Jährige in der Riverboat-Sonderausgabe Kachelmanns Kehr raus. Hier ansehen, etwas, und zwar ausgerechnet mit Inka Bause. Private Frage nach Inka Bauses Tochter? Dünnes Eis. Zwar plaudert die Bauer sucht Frau-Moderatorin gewohnt offen und sympathisch über ihre Zeit in der DDR, das Singen und die Liebe zur Musik, doch als das Gespräch auf das Privatleben ihrer Tochter Annelie Bruch zusteuert, wird Bause immer schmallippiger. Die Zuschauer merken schnell, ganz dünnes Eis. Dennoch bohren Kachelmann und Fischer immer weiter nach, bis der 54-Jährigen der Kragen platzt. Inka Bause? Das sage ich jetzt nicht. Aber der Reihe nach, die Kuppelshow-Moderatorin hatte ihre Tochter bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, da sie dieser die Schlagzeilen und Titelblätter ersparen wollte. Für den RTL-Spendenmarathon standen die beiden vor kurzem aber das erste Mal vor der Kamera, denn Annelie war Fotografin des Bauernkalenders und hatte Kultpaare wie Narumol und Josef, Schäfer Heinrich, Bruno und Anja sowie Mama Inka Bause in Szene gesetzt. Warum gerade jetzt? Fragt Jörg Kachelmann die Bauer sucht Frau-Moderatorin. Wir haben es in dem Moment gemacht, wo wir wussten, dass sie das Land verlässt, damit sie nicht diese ganzen Anfragen bekommt und Titelblätter. Antwortet Inka Bause, Fotografin Annelie Bruch, die aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen Komponisten Hendrik Bruch, 53, stammt, ist vor kurzem nach Skandinavien ausgewandert. Kachelmann hakt nach, was macht sie dort in Schweden? Sie lebt, sie ist glücklich, sie baut sich dort ein Leben auf. Bis jetzt macht sie noch nicht so viel, aber sie ist glücklich, so Bause knapp. Da will es der Scheidende-Moderator nochmal genau wissen? Mit einem Mann in Schweden? Doch das geht für Inka Bause zu weit. Das sage ich jetzt nicht. Das ist ja ihr Privatleben. Da müsst ihr sie selbst fragen. Also, sie wird nicht kommen, aber... Zeigt sie dem Moderatoren die Grenzen auf. Inka Bause platzt der Kragen. Es ist jetzt gut. Trotz deutlicher Ansage lässt Co-Moderatorin Kim Fischer nicht locker und bohrt nach, was denn Bauses Mutterherz nach der Auswanderung der Tochter mache. Ich weiß ja, dass ihr sehr, sehr, doch die Blondine unterbricht sie und macht klipp und klar. Das sage ich dir nicht. Es ist jetzt gut. Autsch, dass Inka Bause nicht über ihre Tochter reden will, ist dann auch bei Kim Fischer durchgesickert? Die eilig das Thema wechselt.